Was geht ab, Team Harrison? Wir sind wieder am Start. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind schon wieder on Tour. Natürlich. Zu dritt. Ja, Weihnachten steht vor der Türe. Und da die Kleine unser Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, haben wir so ziemlich... Gar nichts gemacht. Ja, so ein paar Sachen haben wir schon daheim. Ja. Aber so ein paar Kleinigkeiten fehlen noch und deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg und kaufen noch Geschenkspapier, noch so kleine Geschenkchen. Also nichts mehr Großes. Wir brauchen aber einfach noch so ein paar Sachen und die werden wir jetzt einfach einkaufen. Und dann wollen wir auch für die Kleine noch ein paar Pullis kaufen. Weil wir sind einfach gerade täglich am Wäsche waschen, weil unsere Kotzeliesel da hinten einfach immer alles vollspuckt. Ja, so nach einem Bäuerchen kommt halt dann schon mal ein bisschen was raus. Und dann umziehen. Und dann umziehen. Ja. Von dem her. Machen wir es uns ein bisschen einfacher. Genau. Ja. Und ein Tragetuch wollen wir noch kaufen, weil da haben wir, seitdem wir das letzte zurückgegeben haben, wegen euch, haben wir kein neues geholt und da machen wir uns jetzt auch noch auf die Suche. Genau, also es wird ein mega cooler Vlog. Haltet euch fest. Also bis gleich. So, mich hat es jetzt da hinten katapultiert. Ja, Mäusle hat nämlich Hunger. Gell, Schneckerpupsi? Du kriegst jetzt gleich was. Bevor wir in den Laden reingehen, wirst du noch gestillt hier im Auto. Okay? Sieht sie nicht wieder süß aus? Wie lange fahren wir noch, Chef? 6 Minuten, Milady. Okidoki. So, wir haben es jetzt auch endlich mal in den Laden geschafft. Wir saßen jetzt noch ewig lang im Auto, weil die noch Hunger hatte. Und wir holen ja jetzt noch mal ein paar Schnuller. Das sind nämlich die einzigsten Schnuller, die Madame nimmt. Die sind von Avent, 0 bis 6 Monate. Das sind die einzigsten. Alle anderen haben wir weggeschmissen. Ja, so. Und jetzt stehen wir hier. Das ist die einzige, so ein bisschen zum Binden. Aber wir haben doch, doch ein Instagram-Bild noch mal hochgeladen, wo alle gesagt haben, nimm die, wo sie alle empfohlen haben. Und da gucke ich jetzt mal noch mal kurz rein und schau, was ihr gesagt habt, was gut dann ist. Also, Thema Tragetasche hat sich jetzt erstmal erledigt, weil sie noch so klein ist. Ja, ich glaube, wir gucken nochmal im Internet. Da schauen wir nochmal ein bisschen, ob wir was finden. Ja, die haben nämlich nur so Taschen und keine Tücher und wir wollen jetzt eigentlich ein Tuch haben. Und bis dahin müssen wir sie jetzt halt einfach rumtragen. Gell? Kein Problem, kriegen wir hin. Aber wir schauen jetzt noch nach Pullis und nach einer vielleicht nach einer neuen Mütze. Und so. Genau, weil eine ist zu klein, die anderen sind zu groß. Ja. Und sie ist einfach einzigartig. Gerade, weil sie gerade zickig ist. Gell, Zickkopf. Ganz die Mama. Aha. Ganz die Mama. So, die kleine Harrison ist glücklich. Wir haben jetzt da hinten den Spiegel. Sieht man den? Sieht man den da hinten? Also über ihren Sitz haben wir jetzt so einen Spiegel. Das heißt, wenn der Domi jetzt so nach hinten guckt, sieht er ihr Gesicht. Ja, und weiß, dass da hinten alles... Wir ob die Lage passt und dann ist alles cool. Ja, das hat uns übrigens auch einer von euch empfohlen. Und die Idee fand ich dann voll cool und deswegen haben wir es gleich gekauft. Ja, und dann haben wir noch 2 Strumpfhosen gekauft und neue Diddys und noch Löffel, weil wir ja jeden Tag so Vitamine, so Vitamintablette auflösen müssen. Vitamin D muss jedes Kind nehmen und da sind so Plastiklöffel einfach besser. Ja, und Tragetasche, wie auch Domi vorhin schon gesagt hat, war wohl nix. Naja, irgendwie klappt das bei uns nie beim ersten Mal, Schatz. Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall essen, weil wir Hunger haben. Und dann gehen wir noch zum Drogeriemarkt, wahrscheinlich zum DM und noch zum Teddy. Und gucken noch nach Geschenkspapier und auch noch den restlichen Geschenken. Und dann ist der Tag schon wieder vorbei. Mit Kind ist der Tag einfach so vorbei. Naja, okay, bis gleich. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm? Nein. Nee. Aber wenn der Tag so schnell vorbeigeht, dann vergeht die Zeit so schnell. Dann wird Mia so schnell groß und dann geht sie schon in die Schule. Dann hat sie schon Freunde. Dann kriegt sie... Halt, stopp. Übertreib deine Rolle nicht. Okay, mach. Halt mal. Okay. Bis gleich. Nee, wir lieben die. So, für mich gibt es jetzt eine Bowl. Eine gesunde Bowl mit ganz viel Salat, Chicken. Ja. Da ist ein bisschen Quinoa noch da unten. Und Domi ist auf Diät. Nein, Spaß erwartet. So, wir sind jetzt im Dekoladen. Ja, da ist dein Handy kaputt. Zeig dein Handy. Komm, unsere Laune ist am Arsch, Leute. Wir wollten jetzt eigentlich gerne mal drehen für euch, okay? Nein, Spaß. So schlechte Laune jetzt. Schatz, das liegt daran, weil du deine Hosentaschen immer so weit hast und wenn du im Auto sitzt, dann fliegst du dir immer raus. Ja klar, ich kann keine Hosen in Zukunft tragen, oder was?
Jetzt lass mal deine blöden Kommentare weg. So. Ja, wenn deine Hosentaschen sind immer so breit und wenn du aus dem Auto steigst, fliegst du die einfach raus. Gut, dann fahre ich kein Auto mehr. Wie wär's? An Rosen. Dein Handy in kein deine Handy. Jackentasche zu tun. Ich brauche einfach kein Handy mehr. Oder so. So, erste Ehekrise überwunden. Ja, wir kaufen hier jetzt gerade schon ganz viel zum Verpacken für die Geschenke. Hier ist Geschenkpapier, aber wir holen schönes Geschenkpapier, gell? Okay, brauchen wir Tesa? Was brauchen wir alles? Ja. Den kaufe ich dir, Schatz. Schau mal her, bitte. Yay! Okay. Ja, da auch Screenshots zu machen. Hier gibt es so viel Grusch, dass man gar nicht weiß, welchen Grusch man mitnehmen soll. So, Geschenkpapier. Eins haben wir schon. Aber die sind auch cool, oder nicht? Hm? Oder hier? Ja. Oder rot. Aua! Schatz! Ich geh weg. Bitte. Hau ab. Schau jetzt mal bitte gescheit. Anga, komm. Nein. Komm. Schatz, jetzt bitte, jetzt hör mal auf jetzt. Jetzt guck bitte nach Ding jetzt. Nein, jetzt guck. Schatz, jetzt hör mal bitte auf jetzt, es reicht. Gut jetzt. Okay. Welche Farben holen wir? Du bist echt scheiße, ey. Nee. Nein. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Gell, mein Schatz? Und Mäusle geht's immer noch gut, die pennt immer noch. Und wir haben uns jetzt schon mal an die Arbeit gemacht. Und mein Handy ist immer noch kaputt. Ja, das wird auch so schnell nicht wieder ganz sein, Schatz. Ja, ich werde uns jetzt noch einen Tee machen, weil ich denke, wir hocken heute hier noch eine Weile, bis die ganzen Geschenke eingepackt sind. Und wir haben es uns auch schon gemütlich gemacht, Lichter angemacht, Kerzen angemacht und Weihnachtsbaum angemacht und wir sind glücklich. Wir kommen hier langsam voran. Hier sind noch die ganzen Bilder dran, da fehlen natürlich noch die Bilder. Und wir haben hier schon ganz viele Geschenke eingepackt. Domi ist voll fleißig, der macht das voll gut. Der hat voll viele eingepackt, das zum Beispiel. Und das braune hier und das hat er eingepackt. Domi ist krass. Domi ist wirklich krass, ja. Und die Geschenke, die bleiben, bis wir Weihnachten haben, natürlich bei uns unterm Baum. Und die werde ich jetzt schon mal hier drunter stellen, bis der ganze Baum hier komplett voll ist. Ja, sieht voll schön aus, Baby. Okay. Ah, schaut mal, das wollte ich euch auch mal noch zeigen. Da fehlen bloß noch Haken, das müssen wir jetzt endlich mal hinmachen. Das haben wir auch von euch bekommen, also von der Community. Schaut von mal. Harrison. Von Team Harrison. Mia Rose, Dominik, Familie Harrison, Sarah. Die muss ich nachher unbedingt noch an den Weihnachtsbaum hinmachen. Ja, so. Und da kommen jetzt so nach und nach die ganzen Geschenke hier drunter. Oh. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Apropos Weihnachtsgeschenke, wenn wir schon dabei sind beim Einpacken, habe ich natürlich für euch noch einen mega geilen, krassen Tipp. Klappt das eigentlich bei dir, Schatz? Selbstverständlich. Ich war mal einer von den helfenden Elfen vom Weihnachtsmarkt. Von den helfenden Elfen, einer der kleinsten wahrscheinlich. Aber der coolsten. Und zwar, das ist mein mega geiler Tipp für euch. Schaut euch mal bitte, ich habe hier noch mehrere, ich zeige die euch mal in allen Farben hier. Hier sogar mit Unicorn und hier noch eine rosane. Ja, auf jeden Fall sind das die Juwelkerzen. Und da spricht wirklich der Name schon für sich, weil da kann man gar nicht abwarten, dass diese
wunderschönen Kerzen abbrennen, weil da drinnen sind Juwelen drinnen. Also da ist richtig geiler Schmuck drinnen und deswegen finde ich das eigentlich perfekt zum Verschenken, egal ob, also jetzt einfach auch passend, ja, das ist eigentlich das perfekte Weihnachtsgeschenk, finde ich. Ich zeige euch jetzt mal die Duftkerzen, die wir hier haben. Und zwar haben wir die kleine hier und diese großen, die werde ich auch verschenken an Weihnachten. Und die haben wir angezündet und zwar brennt die jetzt schon ungefähr 1,5 Stunden und man sieht noch keinen Schmuck da drin. Also es braucht immer ungefähr 10 bis 15 Stunden, bis man da dann das Schmuckstück sieht, bis es dann an der Oberfläche ist, bis man das dann rauspicken kann. Ja. Aber ich zeige euch jetzt mal ein paar Schmuckstücke, die euch eventuell erwarten könnten in diesen Juwelkerzen. Und zwar sind hier jetzt zum Beispiel Ringe, hier und hier, Ohrringe, Ketten können drin sein und mindestens sind die aus 925 Sterling Silber, aber auch Gold ist mit drin und Weißgold ist mit drin, also man kann sich da wirklich überraschen lassen und gespannt sein. Ja, mega geil, oder? Natürlich habe ich für euch auch noch einen Rabattcode und zwar gibt es 15% auf alles bei Juwelkerzen. Der Code ist Sarah15 und der Link zur Homepage findet ihr auch unten direkt in meiner Infobox. Ja, da könnt ihr mal vorbeischauen, da gibt es nämlich noch, ja, noch mehrere geile Sachen. Es gibt zum Beispiel, die habe ich jetzt auch noch hier, eine Gold Edition, was ich auch richtig geil finde. Was ist das hier? Und zwar sind das Badeperlen, ja. Das heißt, Badeperlen ist eine Badeperle, eine riesige. Und die kann man sich ins in die Badewanne schmeißen. So, so sieht es aus. Und dann vergeht die und dann ist da drin ein Ring. Und das finde ich auch besonders mega geil. Ja, aber ihr könnt da einfach mal durchstöbern. Wie gesagt, der Link ist unten in der Infobox. Mein Code ist Sarah15 und damit bekommt ihr 15%. Und wir packen hier jetzt mal noch fleißig weiter Geschenke ein, weil ich glaube, das nimmt alles irgendwie kein Ende. Baby, ich brauch dich! Er kuschelt einfach schon wieder mit der Kleinen. Schatz, du musst mir helfen. Hallo? Hallo? Die Harrisons? Hallo? Schatz. Ich mach jetzt keinen Blödsinn. Psst, dass sie aufwacht. Du darfst es nicht. So, wir sind noch lange nicht fertig. Aber ich finde, der Weihnachtsbaum, der sieht schon viel schöner aus mit den ganzen Geschenken. Aber unsere kleine Maus braucht uns jetzt. Die braucht meine Brust und die braucht unsere Nähe. Und deswegen wartet das alles bis morgen. Gell, Mausi? Ja. Bist du eine Zicke? Ja. Bist du eine Zicke? Wir schauen jetzt noch ein bisschen Serie. Wir schauen gerade übrigens Gossip Girl. Serie hat sich Tommy ausgesucht. Ja, das war ich. Ja, und die kleine pennt. Jetzt ist Zeit für das Shoutout. Und zwar geht es an Jasmin Sanchez. Jasmin, ganz, ganz, ganz liebe Grüße von uns an dich. Yes, danke, dass du ein Teil von Team Harrison bist. Ja, und alle anderen können natürlich auch gegrüßt werden. Genau. Kommentiert einfach unten mit Hashtag Team Harrison, da wissen wir Bescheid und dann wird der nächste im nächsten Video rausgepickt. Genau. Wir freuen uns. Jo, und wir gehen jetzt schlafen. Wir sind schon ziemlich, ziemlich kaputschi. Und ja, lasst auf jeden Fall und ein Like da, ein Kommentar da und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Peace, Team Harrison. Wir sind raus.